Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Surgeon. Im letzten Part haben wir ja die Bonusaufgaben gemacht. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht von der Story. Ich meine, insofern man das eine Story nennen kann. So. Schauen wir, was uns hier erwartet jetzt. Wir wollen Wahrheit und Sehnsüchte begreifen und wenn uns Gesinnung und Lektionen zu. Okay, jetzt sind wir wieder scheinbar in einer Art Tempel oder so, wie am Anfang. Okay, wo haben wir die dunklen Flammen? Okay, hier dran können wir das scheinbar so spielen. Das heißt, wir sollten eigentlich auch hier drin einfach supporten können. Oder auch nicht. Hä, habe ich irgendwas verpasst? Ich meine, da oben ist noch so ein komischer Dreieckklotz. Mit dem können wir ja gar nichts machen. Ah, okay, doch, wir können das Relikt nehmen. Hört sich spannend an. Okay, sollte auch funktionieren. Nehmen wir das Teil doch mal mit. Ich glaube, das brauchen wir hier drin öfter. Und hier haben wir das Wissen. Vier große Türen unterteilt. Okay, sehr merkwürdig. Und hier kommen wir hoch. Okay, sobald wir alle Lichter befreit haben. Es könnte noch ein bisschen länger gehen. Ich meine, pro Tür 8 Lichter. Mal schauen. Okay. So. Nennt mal was. Ach so, verstehe ich's. Okay, ich verstehe es nicht. Okay, ich verstehe es schon. Ich habe keine Ahnung, ob ich es verstehe oder nicht. So, aber das sollte eigentlich nicht so schwer sein. Jetzt das Relikt nehmen und in den anderen Klotz einfügen. So, lass mal hier hingehen und befreien. Würde ich schon gern noch haben. Halt,
Okay, wir kommen nach hinten. Ich dachte mir gerade, wie ging das? Na, scheinbar soll das nur Schein und Trug sein. Und wie kommen wir da jetzt rüber? Das macht für mich jetzt keinen Sinn. Na, ob wir das Relikt hier rausnehmen? Ah, ich hab's gerade schon gesehen. Wir können wieder in die Schatten abtauchen. Wir nehmen trotzdem das Relikt mal mit. Einfach aus diesem Grund. Denn wir müssen den Klotz hier noch ein bisschen verstellen. Sonst geht das Ganze nicht. So, und sollte eigentlich auch gleich wieder hier drüben sein. Schweigen führt oft zu Klarheit. Wer schweigt, nicht zu schätzen, wer schweigen nicht zu schätzen weiß, wandelt im Tal der Schatten. Okay. Okay, wir müssen scheinbar doch nur die Schriftrolle holen. Okay, dann sollte es eigentlich leichter sein. So, mal schauen, das da drüben sollte 2 sein. Mal schauen, wo wir hier hinkommen. Unschuld. Okay, okay, okay. Ja, ich will es mal so machen. Einfach daher ich mir schon sowas fast dachte. So, und jetzt wieder befreien und dann die Schriftrolle holen. Genau. So sollte es eigentlich auch nicht schwierig sein. Nee, überhaupt nicht. Unschuld ist diverse. Unschuld ist diverse Leinwand unseres Lebens und im Laufe der Jahre wird sie bemalt oder verschmutzt.
Okay, und das nächste Licht haben wir. So, gehen wir nochmal durch das dritte Portal. Okay. Das sieht jetzt nicht so schwierig aus. Ich weiß auch nicht, ob das ein Fehler war. Ja, ich glaube, dass das zu viel war. Obwohl nicht mal. Kurz eine Abkürzung gemacht. So, dann wieder befreien und die Schriftrolle holen. Okay. so. Jetzt sollte ich, glaube ich, das Relikt da rausholen. Obwohl. Ich hole es trotzdem mal. Kurz das Spiel. Hier nicht runterfallen. So. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Lösungswege. Du kannst nicht wachsen, wenn du anderen Blindlings folgst. Versuche, scheitere, wage einen neuen Versuch. Nur so wirst du weiterkommen. So, dann noch die vierte Tür. Okay, waren die ersten zwei eigentlich ein bisschen schwieriger. Okay. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon. Zumindest so ein bisschen. Ich will den anderen hier platzieren und dich dann hier nach drüben platzieren. So, denn der hat ja noch das Relikt drin. Das heißt, den können wir auch so aktivieren. Ja. So. Mal schauen, wo es zur Schriftrolle weitergeht. Okay, da nach hinten. Mal schauen.
Okay, das ging auch relativ schnell. Man hat nie ausgelernt, höre niemals auf, nach Wissen zu streben. So, und da haben wir auch die letzte Tür beendet. Das heißt, wir sollten auch diesen Fahrstuhl benutzen können. Nach oben. Und hier sind 5 Türen, wo die erste noch offen ist und die restlichen verschlossen. Wir haben ein paar Schätze, nicht nur Bücher, so wie vorhin. Obwohl für den einen oder anderen sind Bücher ja viel mehr wert als wie Schätze. Dann haben wir hier noch ein bisschen was von der Geschichte. Okay. Gehen wir mal weiter. Wegweiser des Wissens. Okay. Ah, okay. Auch interessant. Na, Relik mal nehmen und dann mal hier drehen. So weit gedreht. So, da in die Richtung ungefähr. Ah, okay, ich brauche das Relikt hier, damit der überhaupt funktioniert. Halt, warte mal, was? Okay, das könnte kniffliger werden. Nee, daran vorbei sneaken kann man nicht. Das soll uns so in die Richtung ausrichten. Also im Normalfall sollte das hier nicht gehen. Vor allem daher der Weg viel zu lang ist. Ja, wie ich es gesagt habe, das sollte sich nicht ausgehen. Ist aber auch blöd, dass man den nicht besser drehen kann. Okay, das hat auch nicht geklappt. Nee, es geht sich gerade nicht aus.
Okay, was will das Spiel uns damit sagen? Ah, ich bin dumm. Wie gesagt, ich lese mir das links oben manchmal nicht durch. So. Schriftrolle. Müssen wir jetzt sagen, hier gibt es keine Schriftrolle. Scheinbar. Okay, dann gehen wir mal auf den normalen Weg zurück. Schau mal da oben. Ja, da gibt es wirklich keine Schriftrolle. So, allerdings möchte ich den Part an dieser Stelle mal wieder beenden. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, ich würde mich darüber freuen. Und bis zum nächsten Part von The Surgeon. Ciao.